So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über das Thema Smart Home Entwicklung, damit ja einige von euch haben ja gar keine Vorstellung, was sich eigentlich getan hat in den letzten Jahren. Meine These ist, in den 10 Jahren hat sich mehr getan als in den vorangegangenen 30 Jahren. Ist tatsächlich so. Wir haben Möglichkeiten, die früher undenkbar waren. Wir können Räume inszenieren wie eine Theaterbühne. Ihr könnt Stimmungen schaffen, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch angenehm fühlt. Ihr kommt, dass ihr nach Hause kommt. Wir können mit Musik viel tun. Wir können für Sicherheit sorgen. Die Details dazu erfahrt ihr gleich. Ich möchte bloß noch mal eingehen darauf, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin hier in so einer Art privaten Telefonzelle, eine moderne Telefonzelle, und dann kann man hier sein Notebook mitbringen, das hat man mit dabei. Und was man noch machen kann, ihr könnt jetzt hier, das habe ich jetzt nicht genutzt, ihr könnt jetzt das Notebook aufladen an der Steckdose, und was ihr noch habt, ihr könnt das Smartphone hier, das könnt ihr aufladen per USB, am USB-Stecker. Diese Zelle ist dafür gedacht, dass man so ein bisschen, gerade in Großraumbüros, dass man sich ein bisschen privat fühlen kann. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß. Jetzt steigen wir ein. Smart Home, was hat sich in den letzten Jahren getan? Wo stehen wir heute? Was hat sich geändert in den letzten 10 Jahren beim Smart Home im Neubau, im voll integrierten Smart Home? Eigentlich muss man erstmal sagen am Anfang, dass beim Smart Home diese ganzen Nachrüstgeschichten, ne, wie heute die verschiedenen Anbieter unterwegs sind, wo ich dann bei einer Wohnung für wenige Euro anfangen kann und das Ganze auch nachrüsten kann, das gab es ja vor 10 Jahren alles nicht. Ne? Also ich habe ja diese ganze Entwicklung auch ich persönlich mitgemacht, auch im eigenen Haus mitgemacht, auch im Bekanntenkreis mitgemacht. Deswegen können wir das ziemlich gut einschätzen, wo wir da heute stehen. Ne? Und vielleicht mal zu Beginn, wir können heute viel mehr machen als vor 10 Jahren noch. Ne? Und es gibt ja so, manchmal hören wir so kritische Aussagen, ja, ich kenne mich ja eh aus im Smart Home, weil ich habe schon vor 20 Jahren mit Software oder irgendwelchen Geschichten was gemacht. Da ist unsere Antwort immer, nein, du kennst dich nicht aus. Weil es hat sich extrem viel getan, vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren. Und gerade auf dem Beispiel oder gerade in dem Segment Beleuchtung, ne? Also wir blenden euch heute mal in diesem Beitrag immer so die verschiedene Szenen ein von Objekten. Da könnt ihr dann immer mal sehen, was das ist. Beispiel, wirklich ganz großes Thema, ist die Beleuchtung. Bei der Beleuchtung sieht es so aus, vor 10 Jahren war noch an LED, in der heutigen Qualität an gar nichts zu denken. Und da haben wir natürlich auch die Auslässe, die wir in den Decken, in den Wänden dazu brauchen, wurden auch noch nicht so geplant. Deshalb, also LED, die Qualität der Beleuchtung, die Leuchtdichte, die wir heute haben und die Möglichkeiten des farbveränderlichen Lichtes, ne, also wirklich in der absoluten High-End-Stufe, muss man sagen, da kann ich natürlich im Raum verschiedene Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge kann ich da inszenieren. Das funktioniert. Also das Thema Licht ist wirklich, da haben wir bahnbrechende Verbesserungen. Wir können heute wirklich jeden Winkel des Hauses beleuchten. Wir können unten am Boden, wenn ihr euch das mal so vorstellt, was früher bei der Glühlampe war, ne, die war mitten im Raum und da hat man die Diagonale gezogen und dann hat man dann irgendwie so einen Lichtkegel gehabt, so also vollkommen undefiniert. Ne? Und wir können heute dank einer Lichtplanung, dank einer, ne, überhaupt der komplexen Planung, muss man sagen, die wir heute tun, dadurch sind wir in der Lage, bevor wir in das Haus überhaupt schon eingezogen sind, bevor das Haus gebaut wurde, ne, dann sieht man schon, was wird mich erwarten, ne, und wie ist die Stimmung da im Haus, welche Stimmungen werde ich, mit welchen Stimmungen werde ich mich wohlfühlen. Also es geht um das Thema Wohlfühlen. Und wenn wir dann beim Licht angelangt sind, können wir auch schon in diesen Wellnessbereich reingehen, im Bad. Ne, das Bad wird ja immer mehr zum privaten Wellnesszentrum, ne, also, oder zum privaten Wellnessort. Viele von euch arbeiten sehr viel, sind sehr viel unterwegs. Und da wollt ihr natürlich dann, wenn ihr zu Hause seid, da wollt ihr euch entspannen und da wollt ihr eine ganz bestimmte Atmosphäre haben und da wollt ihr nicht noch irgendwo hinfahren. Da sind wir heute in der Lage, das ist auch wieder das Thema Smart Home 2019, ich sage jetzt schon 2019, weil wir haben jetzt fast schon 2019, also so eine Dusche, ne, wir haben heute eine Dusche, das ist wie unter einem freien Himmel, ne, also wie so ein Regenschauer unter freiem Himmel. Und dann können wir Duft beimischen, haben wir euch auch schon mal gezeigt. Ne, den Duft haben wir euch nicht gezeigt, weil den müsst ihr ja riechen. Und das Ganze noch mit speziellem Licht. Ne? Also früh ist natürlich die Stimmung anders als abends, wenn ihr in der Dusche steht. Ne? Und dann fangt ihr ganz anders den Tag an. Ne?
Und dazu noch eine entsprechende Geräuschkulisse. Das muss jetzt nicht irgendwie die Hardrock-Musik sein im Hintergrund oder Softrock, je nachdem, was ihr euch anhört. Das kann natürlich auch Meeresrauschen sein. Ne? Und das Meeresrauschen, was ganz dezent im Hintergrund ist, das so auf euch abgestimmt habt, dass ihr sagt, ich will gar nicht mehr weg, ich will gar nicht mehr raus aus der Dusche. Ne? Also es ist super angenehm. Ne? So, und dann geht das ganze Thema Smart Home weiter. Also das konnten wir vor 10 Jahren auch noch nicht. Ne? Selbst wenn wir die Infrastruktur gehabt hätten. Und dann geht das Thema weiter, auch das Thema Multiroom-Audio. Ne? Aus meiner Sicht, die LED-Beleuchtung in den Häusern wird Standard werden und in der nächsten Stufe wird das Multiroom-Audio Standard werden. Das heißt also, ich kann bei mehreren Familienmitgliedern, meistens habt ihr das ja, kann jeder seine eigene Musik hören oder ihr könnt auch überall die gleiche Musik hören. Oder ihr wandert durch die Räume und die Musik wandert mit. Und da geht es auch wieder darum, dass halt das Ganze in die Haustechnik integriert ist. Also dass wir, das können wir erst seit 2018 oder eigentlich jetzt erst Ende 2018, weil bestimmte Technik verfügbar ist. Und so die Lautsprecher, die ihr dann habt für diese Multiroom-Anlage in den verschiedenen Räumen, in Wänden, in Decken, unsichtbar, sichtbar, je nachdem wie ihr das wollt. Der Clou ist nämlich, dass wir die multifunktional nutzen können. Das heißt also, dass die Klingelanlage über die Lautsprecher übertragen wird. Dass sie nachts nicht funktioniert, ist ja klar. Ne? Wenn jemand bei euch nachts klingelt und ihr seid eh schon ab wenig Schlaf gehabt, dann wollt ihr nicht da auch noch aufgeweckt werden. Und wenn ihr eine Party habt, ne? Oder ihr seid im Fitnessraum, ne? Ihr wollt jetzt da nicht gestört werden, oder ihr seid im Arbeitszimmer und es ist jemand an der Klingel, dann ist es vielleicht gut, wenn über die Lautsprecher ganz dezent, ihr hört vielleicht im Hintergrund gerade eine Musik oder das Meeresrauschen wird dann ausgeblendet, dann kommt eine Meldung per Ton, es ist jemand vor der Tür. Und das kann natürlich dann in ein Bild eingeblendet werden oder auch nicht. Und gleichzeitig ist das auch Überwachung. Also ich kann diese Lautsprecher und diese Multiroom-Anlage kann ich gleichzeitig auch mit ergänzend zur Alarmanlage benutzen. So, also zusammengefasst, einfach mal so auch von den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, hat Smart Home 2019 nichts mehr mit dem zu tun, was vor 10 Jahren war. Ne? Also ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, ich habe diese ganzen Schritte auch erlebt und mitgemacht. Wenn man das Ganze heute alles schon so vordenkt, ne, wie wir das machen, dann habt ihr eine Lebensqualität auch in die Zukunft gerichtet, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was ihr als bisher kanntet. Ne? Und ich rede jetzt gar nicht von einer Heizungssteuerung oder einer Belüftungssteuerung oder einer Verschattung, wenn die Sonne scheint, dass die Verschattung runterfährt. Ich glaube, das konnten wir schon vor 10 Jahren ziemlich gut. Und die ganzen Automatiken, wenn wir nicht anwesend sind, die wir einrichten können, dann, das konnten wir auch vor 10 Jahren schon. Und was sich auch noch geändert hat, die Darstellung. Es ist alles viel einfacher geworden. Auch die Angst, die bei manchen Kundengesprächen bei uns immer so ein bisschen mitschwingt, oh, kann ich das dann bedienen? Da muss man ganz klar sagen, ihr müsst viel weniger denken und überlegen als im konventionellen Haus, weil wir haben ja keine Schalter mehr, wir haben ja keine, wir haben jetzt keine 10 Schalter mehr übereinander, sondern wir haben, wenn überhaupt, einen einzelnen Taster, mit dem ich alles zentral steuern kann und normalerweise übernimmt das ganze Haus für mich, ne? Das Haus arbeitet für mich, das Haus ist für mich da, ne? Das übernimmt die Funktion. Und dann muss man natürlich auch sagen, jetzt noch ein Argument, also das erste Argument ist wirklich die LED-Beleuchtung, überhaupt die Stimmungen, die Inszenierungen, die wir in den Räumen vornehmen und die Musik in verschiedenen Räumen, in allen Räumen, Multiroom-Audio, das sind die 2 wesentlichen Punkte, volle Integration, gab es vor 10 Jahren noch nicht. Und was man auch sagen muss, die Qualität, ne? Also die findet ihr nur beim vernetzten Haus. Also diese Taster, die wir in der Wand haben, die es in so vielen Varianten gibt. Ne? Also da gibt es ja viele Hersteller und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mehr Low-Budget das Ganze machen, dann kann ich eben eher so Kunststoffschalter nehmen. Das gefällt vielen von euch und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, ich will jetzt da einen ganz speziellen Edelstahl Vintage-Look haben von so einem Taster. Ne? Das gibt's alles heute. Ne? Und da muss man sagen, das gab es, die Vielfalt vor 10 Jahren gab es noch nicht. Und wir reden ja über das voll vernetzte, integrierte Haus
im Neubau, muss man sagen, ne? Oder bei der Sanierung, wo man alles entkernt. Kabelgebundene Systeme, selbstverständlich. Ne? Und ich kann natürlich auch dann meinen Garten integrieren. Der meist nachverlässigste Bereich, ne? Ist immer so meine Feststellung, dass der Garten, der wird irgendwie so ein bisschen vergessen, muss man sagen. Ne? Es wird viel oft auch im Innenbereich geplant. Wir haben die Infrastruktur geplant und dann kommt die Frage, was macht mir eigentlich in dem Garten? Ne? Also Garten sollte mit geplant werden, da geht es um Rasen, geht es um Pflanzen. Ne? Die müssen ja auch, es muss ja alles irgendwie angeordnet werden. Und da geht es um das, darum, dass der Rasen gemäht wird. Und da geht es auch um die Bewässerung. Jetzt habe ich fast gesagt Entwässerung. Na, das ist noch nicht so. Also da geht es um die Bewässerung. Und da gibt es heute auch, wir haben ja sowieso schon den zentralen Home-Server-Rechner im Haus, der steuert natürlich auch, ob ihr anwesend seid oder nicht, dass die Pflanzen immer ausreichend bewässert werden. Was wir natürlich nicht wollen, dass jetzt am Tage, wenn die Sonne scheint, im Sommer bei 39 Grad, dass dann plötzlich die Beregnungsanlage anfängt und den Pflanzen quasi da die Pflanzen wegbrennt. So, und jetzt nochmal zusammengefasst, was hat sich in dem Bereich Smart Home voll integriert im Neubau alles geändert? Smart Home voll integriert ist natürlich auch die höchste Disziplin im Smart Home, muss man sagen. Ne? Kein Vergleich mit Nachrüstung oder mit Gadgets. Darum geht es auch heute gar nicht, sondern erstens, was hat sich im Smart Home Bereich geändert seit den letzten 10 Jahren? Wir haben eine Beleuchtung, wo wir inszenieren können, wo wir Stimmung in den Räumen schaffen können. Das gab es damals noch gar nicht. Ne? Also wo wir verschiedene Helligkeitswerte haben, verschiedene Farbwerte haben und das Ganze auf einem sehr, sehr qualitativ hochwertigen Level. Dann haben wir Musik in verschiedenen Räumen, in allen Räumen. Das ist Multiroom Audio, voll integriert. Gab es damals auch noch nicht. Es gab Ansätze. Dann haben wir das Thema Gartenbewässerung. Damals gab es Insellösungen. Ne? Alles, was ich jetzt hier nenne, ist natürlich immer die voll integrierte Lösung. Ne? Die komplette Smart Home Vernetzung integrierte Lösung. So, und was wir auch noch nicht hatten, war, ich sage mal so, diese Qualität, die qualitative Anmutung von den einzelnen Tastern, ne? die es heute gibt. Da gibt es einfach eine ganz große Bandbreite. Ne? Das freut uns natürlich. Ne? Ihr habt eine viel größere Auswahl. Das hattet ihr vor 10 Jahren auch noch nicht. Und auch wie ich das Ganze dann visualisiere, darstelle auf einer einzigen App, ne? Oder auf einem Touchscreen an der Wand, zeigen wir, haben wir euch auch gezeigt. Ne? So, und da muss man sagen, Smart Home Qualität 2019 versus 2009 sind wirklich, also aus unserer Sicht sind da Lichtjahre vergangen. Ne? Also da kann man gar nicht mehr mit vergleichen. Die Technik, worauf das basiert, KNX, IP, was es dazu gibt, dann, ne, ist die gleiche geblieben. Nur wie wir es tun und die Möglichkeiten, die wir haben, die sind wirklich auf einem ganz anderen Level. Macht uns Spaß, macht euch Spaß. Wir können viel mehr in die Zukunft blicken und wir können viel besser planen, wir können viel besser konzeptionieren. Wenn das Ganze euch Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen und ihr könnt gespannt sein auf den nächsten Beitrag, auf die nächsten Beiträge. Wir freuen uns auf Kommentare. Die könnt ihr dann unten schreiben und die Glocke nicht vergessen zu drücken, wenn ihr keinen Beitrag mehr von uns verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.